Willkommen zurück bei The Search, weiter geht's und ja, immer noch keinen neuen Checkpoint erreicht, auch keinen nächsten Bossfight. Wir haben jetzt noch in der letzten Folge hier diesen Aufzug gefunden. Da unten wartet ein größerer Gegner, da links unten sieht man ihn noch. Ich gehe mal von aus, es ist ein Gegner. Sehr gut. Da kam er gar nicht mehr zurecht. Hier geht's wieder rüber. Hier hinten ist eine Sackgasse. Ja. Hier ist nochmal Ben. Ich warte immer noch bei den Fernzügen. Ich will versuchen, mich zu den alten Biolaboren durchzuschlagen. Okay. Ich hoffe, da ist es sicherer. So, was kann ich jetzt hier für eine Tür öffnen? Aber ich gehe nicht ohne euch. Ich weiß, Recycling und die Abfalllager sind ein finsteres Loch. Aber sobald ihr da durch seid, wird es besser. Okay. Unterstützungslink 2. Puh. Ey, doch, warte mal. Doch. Das sagt mir was. Das ist ein Shortcut. Ja! Doch, ich weiß wo. Nice. Ah, super, den nehmen wir direkt mal. Den nehmen wir direkt mal. Klasse. Jo, dann gehe ich direkt mal zurück zur Medibay. Ich will immer Media Bay sagen. Heißt aber Medibay. Klasse. Das ist echt schön, wie sich die Level so eröffnen. Erinnert mich mehr an Dark Souls 1 als irgendein anderes Souls-Spiel danach oder ein anderes Souls-like-Spiel. Dass es sich so schön eröffnet. Wirklich, wirklich genial. Sehr gut. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Nein, ich habe heute frei. Lass mich in Ruhe, Sally. Medibay. Ja. Wir könnten im Level aufsteigen oder aber halt auch was Neues bauen. Das Problem ist bloß, dass wir dazu nicht genügend Ressourcen haben. So, ich bin ja doof. Beim letzten Mal, entschuldigt, als wir uns das letzte Mal die Dinge angeguckt haben, da habe ich gesagt, was, wir brauchen so viel Ressourcen, um die einmal herzustellen. Genau, da war ich schon aufs Letzte, da habe ich aus Versehen die Qualitätsstufe erhöht. Wollte ich gar nicht. So, das wäre die normale, die könnte man nämlich ohne Probleme herstellen. Wir haben derzeit das Ding an. Gibt uns 10 Verteidigung. Ich könnte das hier herstellen. Gibt uns 17 Verteidigung. Kostet halt 5000. Das bringt 7 Verteidigung. Das hat 6 Verteidigung. Ich baue mal das neue Kopfmodul. Und hier von Stufe 2. Wie es halt einfach gleich viel mehr kostet, ne? 859 und dann auf 5000. Ja, die kann ich noch nicht auf... Na gut, die könnte ich auf MK2 aufwerten. Beide würde im Endeffekt sogar mehr bringen. Beziehungsweise, weil ich dann auf 18 kommen würde, Verteidigung. Und ich, wenn, als wenn ich jetzt ein neues mit plus 17 herstelle. Und eventuell noch das Beinteil. Moment, ich lege das erstmal an, das neue Kopfmodul. Sieht auch ein bisschen besser aus. Gefällt mir besser. 60? So, jetzt hat das Ding weniger.
Wegen dem Set oder warum? Das ist vielleicht doch sinnvoller, wenn ich das erstmal so auflade. Also aufwerte meine ich. Ah, da fehlt uns einmal Exogerüst MK2. Ich glaube, das ist sinnvoller, wenn ich das mal upgrade. Und für später neue Sachen herstellen. So, dann... Ach ja, Kraftregulator fehlt für den Arm. Okay. Na gut, dann kann ich ja noch das eine Beinteil aufwerten. Kortikalprozessor MK3 fehlt mir dafür. Da halt noch ein Exogerüst. Müssen wir da auch nochmal drauf gehen. Kostet 4800 dann. Und dazu fehlen noch pneumatische Helix. Tja, okay. Und wie sah es mit unserem Schwert aus? Wolframlegierung MK3. Fehlen uns noch 6 Stück. 3 haben wir schon mal irgendwo gefunden. Na gut, wir haben jetzt eine bessere Verteidigung. Das ist ja schon mal was. Kann man eigentlich auf Waffen herstellen oder geht das gar nicht? Dass man nur Rüstungsteile herstellen kann. So, 5700 fürs nächste Level. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine bessere Panzerung von 68. Gut, das Brustmodul und noch ein Arm- und noch ein Beinmodul könnten wir erhöhen. Dann hätten wir nochmal 12 mehr. Oder 11 13 oder 14 sogar mehr. Also auf irgendwie knapp 80 Verteidigung könnten wir kommen. Fehlen uns halt bloß die passenden Teile dafür. Dann versuchen wir die jetzt einfach mal zu kriegen. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Ja, dann machen wir jetzt einfach da weiter, wohin uns der Shortcut führt. Super, wirklich klasse. Ich bin echt begeistert. Also das Spiel wird jetzt von Stunde zu Stunde oder von Folge zu Folge, wenn wir vorankommen, doch immer noch besser. Ah ja. Huch. Will auf den Körper eigentlich. Das Exogerüst bekomme, was ich brauche. Oh, shit. Das geht nach überhaupt nicht auf. Okay. So, genau. Das Tor hatten wir geöffnet. Das hier links auch. Oh, hallo. Ja, aber ich glaube, die machen schon deutlich weniger Schaden, vor allem der jetzt hier. Sehr gut. Ich brauche was vom Brustmodul. Oh, Scarab. Brustmodul Schema freigeschaltet. Okay. Ja, das nehme ich auch gern mit. Super, Wolfram-Legierung. Ah, MK2. Haha, schade. So, was kann ich denn hier einschalten? Kanalbrücken im Recyclingbereich werden ausgefahren. Okay, ich habe irgendwelche Brücken ausgefahren. Mit den angesetzten Überstunden verlassen sich meine Leute mehr und mehr auf ihre Implantate. Aber ihr Verhalten wird zunehmend unberechenbar. Der Zeitplan sollte nur vorübergehend sein. Jetzt sind es schon Monate und keine Atempause in Sicht. Ich mache meinem Team keine Vorwürfe wegen der Implantate, aber die Nebenwirkungen werden immer deutlicher. Es gab sogar Schlägereien. Und manche von den Jungs benehmen sich schlichtweg seltsam. Wir werden Warnung! Kanal
Recyclingbereich werden eingefahren. Warnung! Kanalbrücken im Recyclingbereich werden ausgefahren. Achtung! Neuzuweisung der Aufträge für die Schmelzroboter bestätigt. Okay. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wo jetzt hier was ausgefahren und geöffnet wird. Aber das ist ganz geil mit der kleinen Medibay hier rechts. Aufzugsteuerung. Da geht's jetzt bestimmt nach unten in die große Halle. Okay, er kommt von unten. Das ist schon mal gut. Da wollte ich jetzt sowieso hin. Nanu? Achso, okay. Der fährt automatisch. Ich habe gerade den Knopf gesucht zum dran drücken. Genau, da hinten ist der große Roboter, den meinte ich. Weg, 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 weg. Oh, der repariert sich wieder. Ah, jetzt kommt noch so eine Drohne dazu, super. Wo ist denn die? Hä? Oh, der Sack heilt sich wieder voll. Mann, da gehe ich halt auf dein scheiß hinteres Bein. Oh, der hat mal was fallen lassen. Oh. Nanu? Konnte ich nicht lesen, was der fallen gelassen hat. Na toll. Den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Och, leck mich. Da komme ich jetzt nicht so einfach vorbei. Ah, kann es sein, dass der die Brücke hier ausgefahren hat? Boah, das ist so dunkel, ey. Ich gehe kaputt. Moment. So, besser. Super. Eine glänzende Münze. Könnte ich gar nichts weiter anvisieren. Oh. Oh. Nein, tot. Ich habe gedacht, der ruht noch, dass ich da auf sein, was auch immer das war, diese Klappe, die er da geöffnet hat. Da hatte ich ja dann ganz guten Schaden eigentlich gerade gemacht. Ah, das war ärgerlich. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Na. So. Dauert manchmal, bis der oben ist, der Exolift, deswegen geht das manchmal nicht so schnell. Brauche ich auch noch, ne? Aber man merkt, die hier machen jetzt deutlich weniger Schaden.
Ach so, Moment. Ach so, gut. Mit denen kann ich nichts anfangen. Immerhin haben wir den Shortcut. Das ist wirklich überhaupt nicht weit bis dahin. Mal hier hoch, weil ich mich hier links nochmal heilen kann an dieser kleinen Medibay, um die Injektion wieder aufzufrischen. Genau, deswegen. So, und dann gehen wir nochmal runter. Ja, wir können auch mal den Weg nehmen, den anderen, der da hinten normal runterführte. Da rechts über den... Na. Über den kleinen Aufzug nochmal. Ach stimmt, und mein Altmetall müsste ich mir auch wieder besorgen. Da darf ich mir jetzt nicht zu viel Zeit lassen. 1,5 Minuten bloß noch. Wie viel? 2800. So, schon sind wir da, okay. Oh, da ist noch so ein anderer, kleinerer Roboter. Da liegt mein Zeug rum. Mach deine Klappe auf. Jetzt. Keine Ausdauer mehr. Oh oh. Was macht er jetzt? Okay, er dreht sich wieder. So schwer war der jetzt gar nicht, ne? Das ging. Noch eine glänzende Münze. Okay. Hä? Okay, die ist ja nirgendwo mit dabei. Ah, hier. Diese Münze ist schwer auf beiden Seiten geprägt mit dem wohlbekannten Motiv von Iron Maws. Das kann nicht einfach nur ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen sein. Aha. Gut, ja, wer weiß, wozu die mal noch notwendig sind. Kann man eigentlich da runterfallen? So. Jetzt überlege ich gerade. Da ist doch auch noch was. Ah! Das bloß von Weitem leuchten sehen. Kinästhetischer Verstärker. Verbessert Waffenkenntnis über einseitig und beidseitig montierte Waffen. Cool.
Oh shit, der war gut. Nein! Ich komme, wenn ich das hintere Bein anvisiert habe, komme ich nicht mehr an die vorderen Beine ran. Ich muss den dann erst wieder komplett anvisieren. Sehr gut. Nö. Okay. Gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.